Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Michael Dinsey, Thorsten Matuschka, Tim Wiese und Jörn Großkopf. MyBet EU präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. Du hast Anfang der 2000er noch in der 7. Liga gespielt und 3 Jahre später dann auf einmal in der Bundesliga. Also so ein bisschen so das Pendantstück, würde ich jetzt sagen, der Bechhorst von Hannover. Jetzt heute, wie damals war ja so ein Sprung wahrscheinlich noch einfacher als heute, oder? Definitiv, weil ich glaube, heutzutage würde es wahrscheinlich... Kein bisschen lauter sprechen. Kein bisschen lauter sprechen. Definitiv? Heute? Ich glaube, heutzutage würde es nicht mehr funktionieren. Ja, aber bei Mechhaus geht's, der ist aus der Kreisliga. Ja, okay, aber ich glaube, das Umwege. Ist sehr, sehr, sehr selten. Ja. Bei mir hat es auch nochmal funktioniert, dass ich rechtzeitig nochmal die Kurve bekommen habe und den Sprung irgendwie in den Fußball, in den Profifußball wieder geschafft habe. Habe ich auch zwischenzeitlich 97 Kilo gewogen, so wie jetzt fast. Und von daher. Ja, das ist ein Unterschied, dass du jetzt nicht mehr spielst. Ja, sicherlich, klar. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte wirklich sehr, sehr großes Glück. Mhm. Wollte es dann aber auch unbedingt. Ja, der Wille war auch da und hatte dann natürlich mit Ede Geier einen Trainer, der mir die Chance gegeben hat. Und ich habe es halt dann irgendwie genutzt. Mhm. Ja, ich wollte gerade, also 100 Tore in 100 Spielen beim SV Dissenchen, richtig ausgesprochen. Ja. Und dazu Energie Cottbus. Wie ist das, wenn man da, sagen wir, unten drin kickt und dann kommt auf einmal ein Verein wie Energie Cottbus, der ja damals ja, noch eine Hausnummer war, ist ja heute leider nicht mehr so, einer der zwischen leider ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Was ist das für ein Gefühl, wenn da so ein Verein auf einmal anklopft und sagt, ja, warte mal, komm mal bitte. Also Wahnsinn, ja. Also ich meine, ich habe in der 7. Liga gespielt, irgendwo auf dem Dorf, habe da zwar meine Tore geschossen, wie gesagt, 97 Kilo Glatze, Piercing. Maler-Lackierer, habe dann irgendwann mal ein Probespiel bestreiten dürfen im Stadion der Freundschaft mit anderen Probespielern und bin da von Arbeit hingefahren. Bin früh um 6 Uhr Arbeit gefahren, bin dann um 3:30 mit meinem Fahrrad ins Stadion gefahren, habe mich umgezogen, habe Fußball gespielt, habe gut gespielt und dann kam Ede Geier auf mich zu und hat gesagt in seinem Dialekt, auf seinem Tisch, du könntest mit Fußballspielen noch Geld verdienen. Du musst halt nur mal ein bisschen abnehmen. Und da hat es das erste Mal wieder ein bisschen Klick gemacht bei mir und gesagt, komm, wenn der da irgendwas in dir sieht, dann probierst du das. Und bin ein halbes Jahr später dann zu Energie Cottbus gewechselt, habe meine Lehre zu Ende gemacht. Und dann, ja, haben die Dinge seinen Lauf. Und irgendwann war ich dann wieder so weit hergerichtet vom Körper her, dass ich einigermaßen für den Profifußball geeignet war. Warst du selbst überrascht, dass du die Kurve so gut natürlich kriegst? Also wenn mir jemand gesagt hätte, 2001 mit knapp 100 Kilo in der 7. Liga, 3 Jahre oder 2 Jahre später spielst du mal Bundesliga, der mir gesagt, natürlich, ist klar, trinken wir noch einen weiter. Mhm. Für mich war der Fußball eher abgeschlossen. Ja. Ich habe, wie gesagt, meine Lehre gemacht, damit war ich zufrieden. Ich war jetzt auch nicht der Beste in der Schule, habe damals meine Lehrstelle bekommen. Hat ja nicht immer unbedingt was zu bedeuten. Ja, sicherlich, aber damals war so, andere mussten 50 Bewerbungen schreiben, ich habe meinen Pass mitgebracht. Auf dem Dorfverein Disneychen, da war ein Maler, der Sponsor war, hat mir wieder eine Lehrstelle gegeben. Und damit war ich erstmal zufrieden, ja, aber an den Rest habe ich ja nie gedacht. Also ich war froh, dass ich arbeiten konnte, mein Geld verdient habe. Am Wochenende mit meinen Jungs eben saufen konnte, ein bisschen Fußball spielen konnte. Und das war für mich völlig in Ordnung so, weil ich ja nichts anderes kannte. Bei Union Berlin bist du ja nun der absolute Publikumsliebling. Bist Rekordspieler, glaube ich, bist in den Top-Torschützenliste immer noch. Wie fühlt man sich da? Wie ist das? Nicht schlecht, also gibt auch Schlimmeres, ja. Also dieser, dass ich halt fast 10 Jahre bei dem Verein spielen durfte und habe, hätte ich mir natürlich auch nie träumen lassen, wo ich damals 2005 hingewechselt bin. Ja. Und dass ich diesen ganzen Weg auch nur positiv sportlich bestreiten durfte, war halt Wahnsinn. Wir haben ja nur Aufstiege gefeiert. Ich bin nach 2 Abstiegen in der Oberliga zur Union gekommen. Und Jahr für Jahr wurde es immer was Besonderes, für mich persönlich, ja, wenn man gesehen hat, was die Fans da veranstalten, ja, wie sie einen wertschätzen, wenn man einfach Vollgas gibt, ja, dass man nicht immer gut spielt, ist normal, dafür sind wir alle Menschen, aber alles raushauen, rennen, kämpfen und das kann man immer und das habe ich immer versucht und war ein offener Typ, hat man einen lockeren Spruch auf den Lippen gehabt. Und war natürlich auch nie der richtige, der normale Fußballer. Ja. Ich hatte halt nie einen Sixpack, habe immer One-Pack gehabt, ja, immer
ein bisschen mopplig gewesen. Ja, aber Sixpack hattest du im Kühlschrank. Ja, das auf jeden Fall. Und aber das war mir egal. Ich habe versucht, alles rauszuhauen. Das, was in mir steckte und wie in McDonalds und Döner. Und habe das Woche für Woche versucht rauszuhauen. Ja. Und das ist natürlich was Geiles, dass man dann bei den Fans so ein Ansehen hat. Ja, also. Weil die sich ja nur richtig mit dir identifizieren konnten, ne? Genau, jeder Fan ist gleich ja, das ist das ja so. Das macht das sehr aus, dann ja dann die Sympathie der Fans, ne? Wenn du jetzt in deiner großen Karriere, die du hast, eine lange Karriere, alleine, wie du sagst, 10 Jahre bei Union, wenn du jetzt mal da 3 Highlights rauspicken solltest, was wäre das? Also auf jeden Fall auch St. Pauli-Spiel. Das war, glaube ich, am 5. Oktober, Freitagabend. Welche Überraschung, dass wir gleich wieder als haben. Ja, ich habe am 4. Oktober Geburtstag gehabt, wir haben am 5. hier gespielt, haben 2-2 gespielt. Ich habe einen Doppelpack gemacht, 2 wunderschöne Tore geschossen. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Dann gab es noch ein Highlight in der 3. Liga. Ein wichtiges Spiel gegen Paderborn zu Hause, in Unterzahl 2-0 zurückgelegen, haben noch 3-2 das Spiel gedreht, sind in dem Jahr auch aufgestiegen. Und das absolute Highlight natürlich das Derby im Olympiastadion, ja, gegen Hertha BSC, wo wir 2-1 gewonnen haben, vor 76.000 Zuschauern. Wir eigentlich ein schlechtes Spiel gemacht haben, ich einen schlechten Freistoß geschossen habe, der Ball trotzdem drin war, weil Michael Arz zum Glück noch schlechter war als mein Freistoß. Tim hätte wahrscheinlich gehalten, ja, aber das war natürlich schon das absolute Highlight in der Union-Karriere. Nun haben wir ja heute Abend sozusagen ein Verfolger-Duell, wo auch sicherlich viel gerannt und gebissen wird auf dem Platz. Blöd zu fragen, wer gewinnt, weil aus deiner Sicht ja sicherlich Union, aber traust du Union dann auch zu, in dieser Verfolgergruppe da oben nochmal mitzumischen und gegebenenfalls vielleicht sogar aufzusteigen? Definitiv, also gerade nach dem 2-0-Sieg jetzt gegen Köln hätte ich jetzt so nicht erwartet in der Art und Weise und von daher freue ich mich auf das Spiel heute Abend. Ich glaube, es wird sehr, sehr ausgeglichen, so wie die ganze Liga ausgeglichen ist, ja, also ich glaube, der Erste kann immer gegen den Letzten verlieren. Ja, das ist gestern Sandhausen gegen Bochum 3-0. Das ist eine komische Liga, sehr, sehr ausgeglichen. Ja, und du musst halt im richtigen Moment, glaube ich, mal einen richtigen Lauf bekommen. Und die haben es super gestartet. Wenn sie heute natürlich gewinnen sollten oder zumindest nicht verlieren sollten, sind sie sehr, sehr gut gestartet bei 2 Mitkonkurrenten. Und ich hoffe natürlich, so wie jeder Unioner, dass sie natürlich bis zum Schluss oben dabei sind. Ja, also alles andere wäre Quatsch. Und wenn sie aufsteigen, hätte ich nichts dagegen. Dann wäre ich auch immer 2-3 Tage voll. Das wäre auch okay. Ja, prima. Prima, dann freuen wir uns, dass du heute gekommen bist, vor dem Spiel noch. Wir werden das Spiel live uns ansehen, im Severin 13. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei der Legende, Thorsten Matuschka. Welchen Kaffee? Was möchtest du? Ja. Rocker. Domina Espresso oder Ludenkönig? Domina Espresso. So will ich dich hören. Jawohl. Applaus, Applaus, Applaus. Dankeschön. Bis gleich. Dankeschön. Okay. MyBed EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBelt EU. Jung, sportlich, fair. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.